und herzlich willkommen zum vorerst letzten Star Wars Review, zumindest was die Thematik Solo a Star Wars Story angeht. Denn der Speeder ist somit das letzte, was jetzt auch dann herauskam bislang. Im August soll es ja dann mit weiteren Sets weitergehen. Nicht nur zu Solo, auch zu anderen Star Wars Themen, aber dazu dann später. Nicht unbedingt in diesem Video, aber in den nächsten Wochen gibt es sicherlich auch darüber wieder News. Es geht heute um das Set Imperial Patrol Battle Pack. Ein Battle Pack, was dann wieder so genannt werden kann. Die Set Nummer 75207 mit 99 Bauteilen. Dabei sind allerdings 4 Minifiguren. Zielgruppe seitens Lego ist 6 bis 12 Jahre und das Set kostet UVP 16,99 Euro. Ein Trooper, und zwar der Imperial Patrol Trooper, ist oben 1:1 abgebildet. Und dann ist noch ein Immigration Officer, ein Recruitment Officer und noch ein weiterer Imperial Patrol Trooper mit am Start. Die Figuren selber, wie es beim Battle Pack ist, haben Stud-Shooter dabei, keine kleinen Blaster, die man sonst kennt. Nein, hier sind es halt die Stud-Shooter, die sie halt in die Hände bekommen können. Und auch das Fahrzeug verfügt dann über 2 Stück. So. Und natürlich ist das auch ein Fahrzeug, was bei der Chase-Szene vorkommt, wo dann auch Molochs Landspeeder mit drin sind und der von Han Solo natürlich. Wer den Film schon gesehen hat oder im Trailer war es auch zu sehen. Da spoilere ich, denke ich mal, nicht zu sehr. Dann haben wir hier 2 Tüten dabei. Ja, 99 Teile. Ne? Sehr überschaubar. Da sind die Trooper-Helme und hier sind dann die beiden Offiziere. Dann eine Bauanleitung in der Mitte gefaltet. Sehr lang. Okay. So. Außenweichspapier, Innenweichspapier. Nichts Besonderes. Man baut natürlich dann zuerst wieder die Figuren zusammen. Geht dann über in das Fahrzeug. Hier sogar ein bisschen mit Technikelementen. Ja, dann baut man das Fahrzeug außenrum zusammen. Ist natürlich jetzt wirklich nicht so das wilde Ding. Und insgesamt hat das Teil 29 Seiten. Hinten drin natürlich noch ein bisschen Werbung für weitere Star Wars Sets. Und die überschaubare Bauteilliste. Gut, dann ich baue das Set zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder zu den Minifigurbesprechungen. Die erste Minifigur wäre dann der Recruitment Officer, der dafür zu sorgen hat, dass das Imperium auch immer wieder schön Nachschub an Truppen bekommt. Der Druck sieht gut aus. Das Gesicht, naja, etwas mürrisch, aber das müssen die Jungs wahrscheinlich dann auch sein. Auf der Rückseite ist keine Gesichtsbedruckung, würde auch ein bisschen blöd aussehen, weil das ja dann unter der Mütze hervorschauen würde. Und auf der Rückseite ist dann der Torso bedruckt. Der Gürtel, ja, sieht so ein bisschen, ja, dieser Balken, ja, vielleicht ein bisschen zu massiv, aber anders auch nicht möglich. Minifigur Nummer 2 wäre dann der Immigration Officer, was jedoch eine Dame ist und die hat auch noch ein zweites Gesicht. Da sieht sie dann etwas mürrischer aus. Ansonsten der Helm sieht natürlich gut aus, von der Form her, von der Modellierung her. Der Print sehr detailliert, auch hier wieder silberne Applikationen und auch ein bisschen was Farbiges. Und auf der Rückseite wird auch dann der Druck der Brustpanzerung fortgeführt, auch sehr detailliert. Minifigur Nummer 3 und 4, die dabei liegen, davon zeige ich jetzt bloß einen, die sind nämlich genau baugleich. Das wäre dann der Imperial Patrol Trooper, ein Charakter, der jetzt neu im Star Wars Universum auftaucht. Der Druck auf der Brustplatte ist sehr detailliert, Beinbedruckung ist bei dieser Figur vorhanden, der Helm kommt gut rüber. Unter dem Helm hat er die typische imperiale Grimmigkeit. Dann auf der Rückseite wird die obere Körperpanzerung fortgeführt, in Anlehnung auch hier wieder an den Short Trooper. Und allen Minifiguren liegt kein normaler Star Wars Blaster dabei, sondern halt ein Stud-Shooter. Wie es ja bei den Battle Packs auch üblich ist. Ne? Oben drauf drücken und dann fliegt die Platte, die einmal einer Rundplatte, dann eben davon. Und dann muss ich erst wieder suchen, deswegen schießt sie nicht ab, aber man kennt das ja. Dann ist das Fahrzeug dabei. Der Patrol Speeder. Soweit ein nettes kleines Gefährt. Was ich aber jetzt, na, ich mecker gleich mal zu Anfang. Was ich bei dem leider vermisse, sind Rollen. Wie es bei den anderen beiden Speedern halt ist, sagt ihr, ist ganz nett, weil das halt der Speeder ist, der auch bei der Chase-Szene mit vorkommt. Allerdings, wie gesagt, leider ohne Rollen. Das wäre sicherlich nochmal drin gewesen. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bauteile gewesen, also 4 Rollen.
und zwei Rollenhalterungen. Aber ansonsten finde ich den optisch sehr schick. Von der Größe her hätte er vielleicht eine Noppe insgesamt halt ein bisschen noch größer sein können. Wirkt dadurch ein bisschen mickrig, aber ansonsten viele Details dran. Das Imcock obendrauf ist in Grau. Das wirkt jetzt auf dem Bild so ein bisschen blass. Aber das ist wirklich nicht in Schwarz, sondern halt in Grau drauf gedruckt. Es war noch keine Aufkleber bei. Und das sind halt die Teile, die halt als bedruckte Steine mit dabei waren, beziehungsweise Rundfliesen mit dabei waren. Hinten sind nochmal die beiden Schubdüsen angedeutet. Und gut, die Dinger könnte man klappen, aber das ist halt ne, von der Konstruktion her, um halt diese typische Form hinzubekommen. Vorne hat er auch zwei Stud-Shooter dran. Einmal draufdrücken und die Dinger fliegen weg. Und hier noch die, keine Ahnung, Handgriffe. Weiß nicht, ob sie Steuerknüppel sein sollen. Er kommt, wenn er drauf sitzt, natürlich nicht ganz dahin. Ich setze mal einen Trooper, einen Patrol Trooper jetzt oben drauf. So. Na. So. Doch, das geht. Aber wie gesagt, er kommt halt nicht an die Steuerknüppel ran. Das geht halt von der Größe her nicht. Aber denke ich mal, das ist okay. Das kann man verknusen. Detail so viel wie möglich dran. Mehr wäre wahrscheinlich auch überlastet gewesen. Hier ist fast schon ein bisschen zu viel. Weil es halt so ein aufträgt und das Fahrzeug doch relativ klein ist. Wie gesagt, er hätte noch so eine Noppe in der Höhe nochmal drauf haben können. Vielleicht auch ein bisschen länger. Das ist aber okay. Wenn man jetzt die anderen beiden Speeder dann dazu nimmt. Ich nehme erstmal Han Solo sein. Speeder, sehr schön gemacht jetzt mit Rollen. Und den von Moloch. Ja, und der Kleine hier, der muss es halt dann damit aufnehmen und dann dahinterher düsen. Ist natürlich nicht so schnell, weil er hat ja keine Rollen. Was wie gesagt möglich gewesen wäre, wenn... Man das die jetzt hier einfach so rauskriege. Einmal. Na, muss ich so ein bisschen was wegrupfen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie war denn das? Achso, das dann so davor. So saß das Teil dann da dran. Genau. So, den da drauf. Okay. Gut, jetzt sitzen hier noch die Platten drunter, die müsste ich dann wahrscheinlich mal wegnehmen. So. Der Moloch, der hat die etwas größere, die 2x4er Platte drunter. Und hier sind es halt die 2x2er, die sich hier auch ganz gut machen würden. So, den dahin, den setze ich mal dahin. Ne? Wäre also nicht zu viel verlangt gewesen, da jetzt nochmal die Rollen mit dran zu packen. Klar sind sie jetzt auffällig, nicht ganz so schön verdeckt wie bei Molochs und bei Han Solos Landspeeder. Aber so zum Spielen halt, damit er richtig schön dann da hinterher ruscheln kann. Ja, ruschelt. Huch. Okay, das war eine Kante, aber das passiert, glaube ich, auch dann im Film. Ja, ich habe den Film immer noch nicht gesehen, gebe ich zu. Aber zumindest zum Spielen, wie gesagt, passt der wirklich dann ganz gut in diese Szene. Den Solo-Speeder baue ich dann später zusammen. Wie gesagt, wer jetzt vorgesäppt hat, die Rollen sind nicht dabei. Die habe ich eben noch drunter gesetzt. Die sind von Han seinem Speeder. Gut, Han hat den Vorteil, der hat halt die langen Shooter. Die habe ich jetzt nicht angebaut, weil mir die laufen beim Gegenkommen dann irgendwie weggeflogen sind. Moloch sein Speeder hatte den Rapid-Shooter vorne drin. Und der hat eben die beiden kleinen Stud-Shooter. Ist auch ein kleiner Speeder. In dem Sinne bedanke ich mich vielmal fürs Reinschalten, fürs Dabeisein. Ich stelle eben noch mal kurz die Figuren dazu, natürlich, die dazugehören. So, die beiden Speeder wieder weg, die gehören da nicht hin. Bedanke mich vielmal fürs Reinschalten, würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann, viel Spaß noch weiterhin und tschüss.